In diesem Video zeige ich euch, wie ich den Steinbach Pool Runner wieder zum ordentlichen Reinigen gebracht habe. Der Roboter hat vorher nicht mehr zuverlässig gewendet, sondern ist öfter stecken geblieben. Beim Beobachten des Gerätes ist mir aufgefallen, dass die Drehbewegung der Wasserauslassdüse langsamer oder ruckeliger geworden ist und diese im Stand nicht mehr über den blauen Haltestift des Gehäusedeckels weiterdrehen konnte, sodass ein ordentlicher Richtungswechsel nicht mehr möglich war. Bevor ihr meiner Anleitung folgt, überprüft bitte, ob ihr eventuell noch Garantie auf das Gerät habt, da diese durch diesen Eingriff vermutlich nicht mehr greift. Achtet bitte auch darauf, dass es bereits Designveränderungen gegeben hat und euer Roboter natürlich auch einen anderen Fehler haben kann, sodass diese Anleitung für euch nicht funktioniert. Bei meiner Recherche zum Video habe ich gesehen, dass Steinbach Ersatzteile und Anleitungen für das Gerät bereitstellt, sodass man den Roboter auch nach der Garantiezeit selbst reparieren kann. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Das Segel des Roboters wird während der Fahrt durch den Wasserwiderstand nach hinten gedrückt. Wenn der Roboter anstößt und sich nicht mehr bewegt, fehlt dieser Widerstand und das Segel stellt sich senkrecht. Jetzt wird durch die asymmetrische Wasserauslassdüse eine Drehung gegen den Uhrzeigersinn eingeleitet und der Roboter wendet. Genau hier hat es bei meinem Roboter gehakt. Man sieht hier, dass die Wasserauslassdüse und das Segel bereits ziemlich viel Spiel haben und das Ganze recht wackelig ist. Das wollte ich mir zunächst genauer ansehen, also habe ich zuerst die Motoreinheit demontiert. Den Motor kann man so nicht testen. Der schaltet erst unter Wasser und dann nach 15 Sekunden Verzögerung ein. Aber äußerste Vorsicht, falls er es doch versucht, der ist recht kräftig. Es gibt vier Rollen, die die Wasserauslassdüse seitlich führen und festhalten. Vorsicht beim Abnehmen des Oberteils, da sich unterhalb sechs Metallkugeln befinden. Diese sind in Kunststoffhalbschalen versenkt und bilden so ein Kugellager, das auf einer vermutlich aus Teflon bestehenden Scheibe dreht. Alle sechs Kugeln waren bei meinem Gerät fest, ließen sich also nicht leicht per Finger drehen. Dieser Klebeeffekt muss dann wohl durch pooltypische Verunreinigungen entstanden sein. Ich habe die Kugeln entfernt und alle Teile gereinigt. Hiernach ließen sich die Kugeln wieder einfach per Finger drehen. Da das Ganze unter Wasser dem statischen Auftrieb unterliegt, ist es eventuell auch nicht so entscheidend. Sollte das jemand besser erklären können, schreibt es gerne in die Kommentare. Beim Dreh zu diesem Video sind mir drei Kugeln runtergefallen. Ich habe natürlich nur zwei wiedergefunden. Als Ersatz habe ich dann erstmal sechs Soft-Air-Kugeln mit 6 mm Durchmesser eingebaut. Das funktioniert übergangsweise. Die Original-Metallkugeln haben einen Durchmesser von 5 mm. Okay, ich bin mir absolut nicht sicher, ob diese Reinigung etwas gebracht hat. Gefühlt bewegt sich die Wasserauslassdüse jetzt wieder etwas leichter. Das wesentliche Problem sehe ich ohnehin darin, dass ich die Wasserauslassdüse bei senkrechtem Segel in der Linksdrehung nicht mehr über die blauen Haltebolzen bewegt. Ich habe mich dazu entschlossen, etwas Material am Segel abzufeilen, damit das mit meinem aktuellen Aufbau passt. Also immer etwas feilen, dann testen und so weiter, bis das Segel im senkrechten Zustand reibungslos über den blauen Haltebolzen passt. Der Roboter lief zwar jetzt besser als vorher, aber ich war immer noch nicht so ganz zufrieden mit der Wendegeschwindigkeit. Versuchsweise habe ich die Führungsrollen einfach mal andersherum eingebaut und hierdurch das Spiel der gesamten Wasserauslassdüse etwas vergrößert. Jetzt macht der Pool Runner seinem Namen wieder alle Ehre. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.